In diesem und den folgenden Videos wollen wir uns mit einer weiteren Art der Dampfkraftwerke beschäftigen, nämlich den Kernkraftwerken, die die Kernspaltung nutzen zur Energiegewinnung, um aus der Wärmeenergie, die frei wird bei der Kernspaltung, am Ende elektrische Energie zu erzeugen. Der erste Punkt, den wir uns jetzt ansehen wollen in diesem Video, ist die Kernspaltung. Das bedeutet die Aufspaltung von schweren Atomkernen in kleinere Kerne. Dabei wird Energie freigesetzt. Das wollen wir uns jetzt einmal im Detail ansehen. Also einmal die Kernspaltung. Das Grundprinzip, wie gesagt, ist, dass man einen Kern, einen schweren Atomkern hat. Dieser nimmt ein Neutron auf, wird dadurch zu einem instabilen Kern, zerfällt nach einer kurzen Zeit in zwei leichtere Kerne, gibt noch weitere Neutronen frei und dabei wird Bindungsenergie freigesetzt, die genutzt werden kann, um ein Medium, in der Regel Wasser, zu erhitzen, welches dann genutzt werden kann, im Dampfkreislauf, also im Clausius-Rankine-Kreisprozess zur elektrischen Energieerzeugung. Ein Weg, ein typischer Weg der Kernspaltung, der in Kernkraftwerken eingesetzt wird, ist, dass man Uran als spaltbares Material hat, abgezogen U. Das Uran hat insgesamt, oder bezeichnet das als Uran-235, weil der Urankern 235 Protonen und Neutronen beinhaltet. Was man noch ergänzt, ist die Anzahl der Protonen, das sind 92. Dieses schwere Atom oder dieser Atomkern, der wird nun mit Neutronen beschossen. Das heißt, wir haben also ein Neutron. Bezeichnung ist 10N, weil wir also ein Neutron haben, kein Proton. Das wird nun auf diesen Urankern geschossen. Dabei entsteht, wenn dieses Uran dann absorbiert wird, haben wir Uran-236. Die Protonenzahl ändert sich nicht, aber wir haben ein neues Neutron gewonnen. Dieser Kern Uran-236 ist instabil. Das heißt, nach einer sehr kurzen Zeit zerfällt dieser Urankern in leichtere Atomkerne. Und zwar einmal, also machen wir hier das Beispiel, Armeln-Barium 139 und 65 Protonen. Dann haben wir als zweiten Kern den leichteren Kern, also typischerweise zerfällt dann der schwere Atomkern in einen etwas schweren, einen etwas leichteren Atomkern. Das sind typischerweise also Kerne wie jetzt hier bei dem Barium und bei dem Krypton, Kerne, die eine Zahl von ungefähr 140 haben, beziehungsweise dann nur um die 90 herum. Also wenn man hier noch Krypton 94 und das Krypton hat 36 Protonen. Das heißt, wenn man so dort zwei Kerne erzeugt, die leichter sind, was in der Bilanz noch fehlt, in der Teilchenbilanz, also die Zahl der Protonen passt, 56 plus 36 sind also 92 Protonen. Wenn man jetzt hier guckt, die Zahl der Neutronen passt noch nicht, oder die Gesamtteilchenzahl passt noch nicht. Was hierbei noch entsteht in dieser Reaktion, sind noch drei Neutronen, die erzeugt werden. Also drei Neutronen, damit stimmt auch jetzt die Zahl der Neutronen. Und was hierbei noch freigesetzt wird, ist die Energie, Bindungsenergie in der Größenordnung von ungefähr 200 Megaelektronenvolt, also physikalische Energieeinheit auf atomarer Ebene. Das ist eine sehr große Energiemenge, die frei wird bei der Kernspaltung. Also wenn man das mal vergleicht,
mit ja, chemischen Reaktionen, dann ist diese, also dann ist, sind diese 200 Megaelektronenvolt, die bei der Spaltung eines schweren Kerns frei werden, bei der Spaltung in diese leichteren Kerne und die überschüssigen Neutronen, ist diese Energie sehr groß im Vergleich zu chemischen Reaktionen. Pro Molekül bei einer typischen chemischen Reaktion, da sind wir im Bereich von ungefähr 20 Elektronenvolt, halt im Vergleich zu diesen 200 Megaelektronenvolt, also Faktor 10 hoch 7 größere Energie, die frei wird bei dieser Kernspaltung. Was man nun macht ist, oder wo kommt diese Energiegewinnung her? Wir haben nun hier diese schweren, diese Kerne, die entstehen aus diesem instabilen Isotop. Und diese Kerne haben natürlich jetzt eine kinetische Energie zusammen mit den Neutronen. Und in einem Medium, in einem Moderator innerhalb des Kernreaktors werden also diese Kerne abgebremst, geben ihre kinetische Energie ab an den Moderator. Das ist typischerweise Wasser. Das kann aber auch ein anderer Moderator sein bei speziellen Bauarten von Kernkraftwerken. Diese Übertragung der kinetischen Energie führt zu einer Erwärmung des Moderators und kann dann genutzt werden in einem Dampfkreislauf, um Heißdampf zu erzeugen, um dann am Ende eine Turbine anzutreiben. Weiterer wichtiger Punkt ist diese Erzeugung von weiteren Neutronen, da diese Neutronen nun wieder genutzt werden können in den Brennstäben, also in den Objekten, in denen hier dieses Uran oder alternativ geht natürlich auch zum Beispiel Plutonium, aber hier in dem Uran. Dieses Uran ist nun in diesen Brennstäben vorhanden und kann nun wieder eins dieser freigesetzten Neutronen absorbieren. Das heißt, also wir haben hier nun wieder die Verbindung mit mit dem Uran, mit diesem angereicherten Uran. Das wandelt sich nun wieder um oder absorbiert dieses Neutron. Wir haben wieder Uran 236 und bekommen dann wieder unsere Spaltprodukte. Und haben damit nun eine Reaktionskette erzeugt, dass also bei der Spaltung hier dann wieder diese 200 Elektronenvolt, 200 Megaelektronenvolt an Energie freigesetzt werden. Wir bekommen wieder Baryon und Krypton oder ähnliche Kerne, die nach der Reaktion, nach der Spaltung entstehen. Auch das ist nicht immer, sind immer nicht die gleichen Kerne. Da gibt es auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, was für Kerne nach der Spaltung entstehen. Aber typischerweise, wie gesagt, in der Größenordnung einmal 140 Protonen, Neutronen, dann nochmal in der Größenordnung von ungefähr 90 Protonen und Neutronen im Atomkern. Diese Reaktion soll nun moderiert werden, deswegen halt dieser Moderationsstoff. Das heißt, unter kontrollierten Bedingungen will man diese Reaktion ablaufen lassen in einem Kernkraftwerk zur thermischen Energieerzeugung dieser 200, ungefähr 200 Megaelektronenvolt pro Kernspaltung, um damit dann Wärmeenergie zu erzeugen, die dann in dem Dampfkreislauf, in diesem Clausius-Rankine-Prozess genutzt werden kann. Da gibt es jetzt verschiedene Bauformen oder Nutzungsarten von Kernkraftwerken, die wollen wir uns dann im nächsten Video einmal ansehen. Also typischerweise die beiden zentralen Bauformen sind die sogenannten Druckwasserreaktoren und Siedewasserreaktoren. Das soll dann Thema des nächsten Videos sein. Grundsätzlich ist halt diese Kernspaltungsreaktion die Basis aller Kernkraftanlagen, die weltweit genutzt werden. Es gibt noch ein paar Unterarten oder ein paar Varianten, auch Forschungsgegenstand, um diese Reaktionen effizienter zu gestalten oder die Bauweise der Kernkraftwerke effizienter zu gestalten. Aber das grundlegende Konzept der Kernspaltung, die Absorption von einem Neutron durch angereichertes Uran, also Uran 235, zur Bildung eines instabilen Isotops, welches dann zerfällt. Das ist das Grundprinzip in allen
Kernkraftwerken.